Der Angriff der Legion könnte jeden Augenblick beginnen. Wir beide haben eine Menge erreicht. Eine letzte Aufgabe und unsere Arbeit ist beendet. Ich sehe sie im Kontrollraum. Sie müssen in den Kontrollraum gelangen und den Überbrückungschip einsetzen. Sie müssen in den Kontrollraum gelangen und den Überbrückungschip einsetzen. Trupp, Position wechseln. Bataillon 14 zur südwestlichen Flanke. Scharfschützen in Position. Ich wiederhole. Scharfschützen in Position. An alle Einheiten. Wir erhalten Unterstützung durch RNK-fremde Truppen. Sachte. Vorsicht! Uah. Bataillon 14 zur südwestlichen Flanke. Alle Befehlshaber, melden Sie Ihre Position und Ihren Status. Das war's! Scheiße, das war's! Unterstützung durch RNK-fremde Truppen. Delta-Trupp. Einheit 4. Unterstützen Sie Einheit 8. Halt, stopp! Sie sollten nicht hier sein. Es wäre am besten, wenn Sie weitergehen. Scheiß drauf! Legen wir los! Einheit 23. Warten Sie Unterstützung durch Einheit... Ich wusste, dass Sie es schaffen würden. Einfallsreich wie immer. Das Überbrückungsmodul funktioniert planmäßig. Ich leite gerade den Strom zum Securitron-Raum im Fort um. Sie müssen lediglich zum östlichen Kraftwerk gehen und den Schalter manuell aktivieren. Wenn Sie wieder an der Oberfläche sind, werden Sie sehen, dass meine Securitron-Armee die Erwartungen der Legion ein wenig übersteigt.
Oh, und bevor Sie gehen, nehmen Sie den Ausdruck dieser Konsole dort mit. Das sind die Formalien für die bedingungslose Kapitulation der RNK. Ich wollte Ihnen die Ehre überlassen, sie dem befehlshabenden RNK-Offizier zu überreichen, nachdem die Legion besiegt wurde. Wohl bekomm's. An alle Einheiten, wir erhalten Unterstützung durch RNK-fremde Truppen. Das haben wir gleich. Na los! 14, zur südwestlichen Flanke. Ein weiterer Kill auf! Scharfschützen in Position. Ich wiederhole, Scharfschützen in Position. Alle Befehlshaber, melden Sie Ihre Position und Ihren Status. Los geht's! Alter Trupp, Position wechseln! Punkt Bravo Bravo Charlie, der Arzt. Einheit 4, unterstützen Sie Einheit 8. Forlorn Hope gestartet hat. Dann mal los. Wir müssen eine Schlacht gewinnen. Kopf einziehen. Jetzt ist nicht möglicherweise die Zeit gibt es hier Scharfschützen. Forlorn Sie machen Hope sich besser mal auf die Sorgen. Erlitten, aber gibt die doch sicher noch böse noch. Buben zu erledigen. Wir haben Forlorn Hope erfolgreich verteidigt. Unterstützen Sie Einheit 16 bei Verteidigungspunkt Sigma Delta. Aber melden Sie Ihre Position und Ihren Status. Scharfschützen in Position. Ich wiederhole: Scharfschützen in Position. Einheit 4. Unterstützen Sie Einheit 8. Und 14 zur südwestlichen Flanke. Delta Trupp, Position wechseln. Haben es geschafft, eine Reihe von kleinen Aufständen einzudämmen, die im Gebiet um New Vegas ausgebrochen sind. An alle Einheiten, wir erhalten Unterstützung durch RNK-fremde Truppen. Sachte, sachte! Punkt Bravo, Bravo, Vorsicht. Charlie! Der Arzt ist unterwegs. Sie machen sich besser mal auf die Socken. Gibt doch sicher noch böse Buben Einheit zu erledigen. 15, unterstützen Sie Einheit 16 bei Verteidigungspunkt Sigma Delta. Alle Befehlshaber, melden Sie Ihre Position und Ihren Status. Das haben wir gleich.
Punkt Bravo, Bravo, Charlie. Der Arzt ist unterwegs. Scharfschützen in Position. Ich wiederhole. Scharfschützen in Position. An alle Einheiten. Wir erhalten Unterstützung durch RNK-fremde Truppen. Eine Gruppe Soldaten, die man nur als bunt zusammengewürfelt bezeichnen kann, hat es geschafft, einen brutalen Angriff auf Camp Golf abzuwehren. Ein Hoch auf eure Tapferkeit! Haltet die Front! Punkt Bravo, Bravo, Charlie. Der Arzt ist unterwegs. Macht Spaß? Bataillon 14, zur südwestlichen Flanke. Einheit 4. Unterstützen Sie Einheit 8. An alle Befehlshaber, melden Sie Ihre Position und Ihren Status. Einheit 15. Unterstützen Sie Einheit 16 bei Verteidigungspunkt Sigma Delta. Na los doch! Delta-Trupp, Position wechseln. Ein Gesandter aus Vegas. Und doch benimmst du dich wie im Krieg. Du kannst nicht wirklich aus dieser Stadt der Feiglinge kommen. Du versuchst mit Worten zu kämpfen, wie alle unter der Flagge des Bären. Hoffentlich weißt du auch, wie man mit richtigen Waffen umgeht. Du möchtest also verschont werden, kapitulieren? Die Straßen der RNK sind gepflastert mit den Leichen jener, die versucht haben, mit uns zu verhandeln. Spar dir deine Reden. Wir werden den Hoover-Staudamm einnehmen und weiter vorrücken, bis wir die untergehende Sonne unter unseren Füßen zermalmen. Der Hoover-Staudamm war nie mit der versammelten Stärke des Ostens konfrontiert. Nur mit Legaten wie Graham, der Caesars Feuer verdiente. Jetzt bin ich hier und der Weg der Legion in den Westen ist gepflastert mit Leichen aus deinem Volk. Du wiederholst dich. Der Osten? Ich bin der Osten und das werde ich heute beweisen. Der Sieg wird hier schnell unser sein. Wir werden den Damm einnehmen, sichern und auf RNK-Leichen eine Straße nach Westen errichten. Der Osten wird standhalten. Wenn wir den Colorado überquert haben, gibt es nichts mehr, was dem Hoover-Staudamm gleichkäme. Schwäche? Willst du mich aufhalten, indem du behauptest, die Legion sei zu stark für dein Volk? Das heißt noch lange nicht, dass wir es nicht schaffen können. Der Osten wurde hart erkämpft. Sogar jetzt zieht Caesar zu viel Legions Blut ab, das dort bitter nötig wäre. Hierher. Der Hoover-Staudamm ist nur ein Ort. Ich werde nicht zulassen, dass er zum Grab der Legion wird. Weder schnell noch langsam. Durch Zermürbung. Was Weisheit angeht, die liegt in deinen Worten, Mann des Westens. Ich kehre nun in den Osten zurück. Dort werde ich aber nicht für immer bleiben. Eines Tages wird die Stärke des Bären auf die Probe gestellt.
Wenn der Westen irgendwann mehr von deiner Sorte zu bieten hat, wird das wahrlich ein interessanter Kampf. Meine Ankunft hätte dich gerettet und dein Volk befreit, auf eine Weise, die du nicht erkennen kannst. Der Krieg hätte sie auf eine Probe gestellt. Den Schwachen ein gewaltsames Ende bereitet, den Starken ermöglicht, sich zu beweisen. Gewalt gab dir diese Stärke und hat dir die Augen geöffnet. Das sehe ich in deinem Gesicht, in dem zwei Kugeln ihre Spuren hinterlassen haben. Vielleicht ist es bedauernswert, dass Vulpes nicht hier war und deine Worte gehört hat. Etwas sagt mir, du könntest ihm mehr als ebenbürtig sein. Bis zum Tag, an dem unsere Armeen wieder aufeinandertreffen, Gesandter von Vegas. Ich werde dich auf dem Schlachtfeld erwarten. Sie machen sich besser mal auf die Socken. Gibt doch sicher noch böse Buben zu erledigen. Punkt Bravo, Bravo, Charlie. Der Arzt ist unterwegs. Caesar am Kreuz. Sowas, wie Sie heute geleistet haben, habe ich lange nicht gesehen. Verdammt lange nicht. Und das Kreischen der Legion-Bastarde, als sie blindlings nach Osten davongelaufen sind. Wie ein Engelschor für meine Ohren. Apropos, diese verrückte Lichtshow über dem Fort. Was zum Teufel war das? Haben Sie den Daumen Gottes gerufen? Unglaublich, einfach unglaublich. Von Ihrer Sorte könnte ich 100 gebrauchen. Ich würde sie einfach im Osten wie Springteufel verteilen und auf die gefiederten Wichser loslassen. Wovon zum Teufel sprechen Sie? Haus? Er ist nur ein Gerücht auf dem Strip. Verlässt nie sein... Was soll die Brahmin-Scheiße? Fühlt sich nicht so an, als würden wir hier gleich Kumbaya singen. Wovon zum Teufel reden Sie? Was ist das? Freihandelszone von New Vegas? Was zum Teufel bedeutet das? Ah, Moment. So läuft das also. Verlangt sofortigen Rückzug der RNK? Rückzug? Zum Teufel mit dem Rückzug! Wir haben den Damm nicht gehalten, um ihn wegzugeben! Ihr Stückchen Papier? Damit wische ich mir nicht mal den Hintern ab. Meinen Sie, ich packe meinen Knöchel und lasse es mir wie die Legion besorgen? Sie wissen, dass ich den Damm niemanden überlassen werde. Und ganz sicher nicht dem Unsichtbaren von Vegas und seiner neuen rechten Hand der Woche.
Wir halten uns hier seit Jahren und haben einen Legaten so versohlt, dass Caesar ihn verbrannt hat. Das ist unser Posten. Wir haben für ihn gekämpft. Ich werde heute wieder für ihn kämpfen. Wenn Sie mich davon abhalten wollen, sollten Sie schon weit bessere Argumente haben. Ja, ich habe mich wohl schon zu sehr an Securitrons in Vegas gewöhnt, um sie als Bedrohung zu sehen. Und ich weiß, wie gefährlich die sind. Schauen Sie, Haus, Vegas. Vielleicht blendet sie das ein wenig, aber die RNK hat auch Vorteile. Bedenken Sie das, bevor Sie sich ihm anschließen. Und wenn Sie Nein sagen, sollten Sie die Konsequenzen bedenken. Die RNK mag ihre Probleme haben, doch Vorsicht, wenn wir wütend werden. Ich werde die Leben meiner Männer nicht einfach wegwerfen, um meinen Standpunkt zu vertreten. Es werden andere Tage kommen. Wissen Sie, ich hatte schon tausende Angestellte. Nur wenige haben meine Erwartungen erfüllt. Noch weniger haben sie übertroffen. Ihre Leistung war spektakulär. Wenn ich wieder einen Spezialisten Ihres Kalibers benötige, weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Dann mal zurück nach Vegas! Ich sollte mich wirklich um diese Einschienenbahn kümmern, mit all den neuen Ressourcen. Ich kann sicherstellen, dass sie nicht nur verkehrt, sondern auch nach Fahrplan. Das hat mich schon immer gestört, diese Ungenauigkeit. Übrigens, keine Sorgen wegen dem General. Er wird zur Verantwortung gezogen, öffentlich geschmäht. Schätzungsweise 36,5% Chance auf Selbstmord. Kimball wird ihn nicht retten können. Er ist zu sehr mit seiner eigenen Amtsenthebung beschäftigt. Trotzdem, unter 3% Selbstmordwahrscheinlichkeit. Vegas könnte ein paar Monate, ein halbes Jahr einen Umsatzrückgang erleiden. Aber schon bald werden die Touristen und ihr Geld zurückkehren. Vegas wird ein funkelndes Juwel inmitten der Wüste sein. Eine Oase des Lichts, ein Leuchtfeuer, das den Menschen den Weg zu den Sternen weist. Und das ist nur der Anfang, wie Sie sehen werden. Dann beginnt alles.